Die Kuh fängt ja auch vorne an zu fressen, also fangen wir auch vorne an zu erzählen. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, ne? I'm special. Special. Ich bin heute der Krabbe-Vertreter eures Vertrauens. Ich habe mir sogar die entsprechende Weste angezogen und das entsprechende Prospekt, weil ich habe das alles gar nicht im Kopf. Wir haben das ja, die Mulde steht hier immer noch so wie im letzten Video geendet, am Mittwoch. Wir haben das natürlich nicht geschafft, noch irgendwie mehr zu machen. Ich wollte gerne in der Folge halt auch noch alles mögliche über die Mulde erzählen und mich bedanken und hast du nicht gesehen, aber hat nicht geklappt, ne? Nee. Das war jetzt schon anderthalb Stunden lang das Video, ich hoffe, ihr habt das durchgehalten, aber da gab es auch nichts, was ich rausschneiden wollte und dann habe ich erst gedacht, machen wir das später, aber ich habe gesagt, wir machen das Mittwoch und dann machen wir das Mittwoch. Wir zögern nicht hier 5 Wochen lang raus, wir holen uns jetzt irgendwas Neues, sondern wir wollen das auch zeigen und wir haben gesagt, Mittwoch zeigen wir das und es war Mittwoch und jetzt ist Freitag. Genau, aber was haben wir uns geholt? Viele hatten das schon vermutet. OHAS 7900. Problem, 97 war? Weg. War schon weg. Wenn 97 weg ist, überlegst du dir was Neues. Also haben wir 7900 genommen. Es ist eine Krabbe Big Buddy 790. Kann man auch hier im Prospekt schön sehen. Es ist die größte Tandem Mulde, die angeboten wird im Prospekt. Wir befinden uns hier ganz rechts an der Seite. Diese Wanne, also die Wanne oben drauf, gibt es auch als Big Buddy 800. Dann hat das ganze Ding 3 Achsen. Dann ist die erste und die dritte Achse gelenkt. Wir haben jetzt lediglich 2 Achsen und die zweite Achse gelenkt. Ja, warum haben wir uns dafür entschieden, so ein großes Ding zu nehmen? Ach so, nee, wir greifen das mal schnell vor. Das Ding ist noch nicht angemeldet, weil es ist noch nicht angemeldet. Habt ihr ja alle gesehen? Wir waren wieder alle zu schnell und dann war der Brief noch nicht so schnell wie wir und dann, ja. Aber jetzt kriegen wir nächste Woche den Brief und dann können wir das zulassen und dann ist das alles gut. Also das ist unsere Mulde, die haben wir gekauft. Und hier, da kann ich jetzt so viel Blödsinn drüber erzählen, wie ich will, weil wir haben das Scheißding bezahlt. von daher, alles gut, aber das war nicht Thema, sondern Thema war gerade genau die Wanne. Und zwar ist das eine Big Buddy 790. Warum ist die jetzt so groß geworden? Viele hatten gesagt, oh, 750 und hin und her. Ja, so eine 790, komm, damit ich es genau sagen kann, hat Kubikmeter Maß mit dem, also quasi die Grundwanne, ist erstmal, die Grundwanne kann man das hier auf dem Video mit dem Finger sehen. Mhm. Die Grundwanne ist bis da und da drüber sind nochmal 80 cm Silageaufsätze. So, und die Grundwanne hat 26,9 Kubikmeter und mit den 80 Kubikaufsätzen haben wir 41 Kubikmeter. Ist ziemlich einfach. Unser Rollbandmagen, der Strautmann, hier, der hat ein bisschen mehr sogar noch. Der hat ein größeres Wassermaß. Wir haben das ja damals mal ein bisschen erweitert. Der hat irgendwo 43 Kubikmeter Wassermaß. Und damit sind wir immer gut gefahren. Und warum sollen wir jetzt uns was Kleineres holen, wenn wir schon wissen, dass das Große gut funktioniert? Diese hat sogar noch den Vorteil, ich meine, sie ist, ich müsste das nochmal, man müsste die mal auf die Waage stellen. Sie ist sogar noch ein bisschen leichter vom Grundgewicht her als der Rollbandwagen. Also von daher passt das alles schon. Ne? Deswegen wollten wir gerne über 40 Kubik, damit wir für, keine Ahnung, für leichte Sachen wie Mais und was gibt es denn da noch alles, keine Ahnung. So Hackgüter im Allgemeinen, die leicht sind, damit wir dafür einfach ein gutes Transportvolumen haben und auch dementsprechend was mitnehmen können. Das Ding hat 24 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Jede Achse hat 10 Tonnen. Die Achsen sind über diesen Abstand rüber. Puh. 1,8 Meter oder 1,6 Meter oder 98 cm, irgendein Abstand muss erfüllt sein, damit das als selbstständige Achse gilt. Das ist hier der Fall. 4 Tonnen Stützlast haben wir auf dem Trecker, 24 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Hat eine Nutzlast, ich gucke natürlich wieder nach, weil ich so gut weiß, ich meinte irgendwas bei 16 Tonnen rum. Nutzlast in Deutschland 16,6 Tonnen, da steht's. Ne? Und innerbetrieblich können da sogar 22 Tonnen. Also die ist schon für mehr gemacht. Leistungsbedarf wird angegeben ab 180 PS. Wer so einen 818 hat,
Hat auch 180 PS, ne? Genau. Das dazu. Ich weiß nicht, wir können ja vielleicht, fangen wir mal so ein bisschen vorne an. Die Kuh fängt ja auch vorne an zu fressen, also fangen wir auch vorne an zu erzählen. Krampe Big Buddy 97 ist mit unten Anhängung gemacht, mit den 4 Tonnen Stützlast. Ich kann bei dieser hier sogar das auf 90 cm Höhe erhöhen, dementsprechend, wenn ich das richtig mir so ausgerechnet habe, könnte ich sie auch oben fahren. Also ich kann den die Deichsel in der Höhe hier verstellen durch ein Stecksystem. Und wenn sie auf 90 kann, und mein Zuchtmaul bei Trecker-Track fahren wir 1 Meter, also kann 90 ja auch im Grunde genommen oben drin sein. Ne? Könnte man also im schlimmsten Fall auch noch machen, aber in der Regel hast du hier unten, dann hast du die 4 Tonnen und dann bist du sicher. Genau. Jetzt ist es so, wir haben eine Variante genommen mit Anhäckselklappe. Die befindet sich dort oben. Hat den Charme, dass hier schon komplett hydraulische Leitungen liegen bis hier vorne, weil die ja die Anhängselklappe versorgen. Hat den Nachteil, dass die Leiter hier vorne, in Anführungsstrichen, wenn ich die hochklappen will, runterklappen will, im Weg ist. Ist nicht weiter wild, wir haben noch ein paar Halter, wir werden uns die noch woanders hin konstruieren. Man könnte die Leiter auch noch einen tiefer machen. Geht auch, dann stört aber sie auch nicht. Aber dann ist, dicht am Boden. Dann ist sie so dicht am Boden und wenn du dann durch die Masche ziehst, hast du auch nichts gewonnen. Wir machen uns nichts vor, wann musst du mal auf dem Häckselwagen klettern, wenn du häckselst, sozusagen, ne? Musst du ja nicht. Deswegen können wir die Leiter nachher noch da machen. Das werden wir alles noch sehen. Das machen wir noch an ein der Hund, ne? Kann die Leiter auch noch an einen anderen Punkt und dann haben wir das auch fertig, ne? Genau. Dann haben wir eine Schnellentleerung hier zusätzlich. Das heißt also, unser Hydraulikzylinder, der die Mulde runterlässt, hat nicht nur hat eine dicke Leitung, die nach vorne kommt. Und die geht hier. Der Hund will auf Treise. Wenn du gleich weg bist. Komm her. Ja, alles gut. Ich habe nur ihr macht das schon. Einmal gefüllt. Eine Schnellentleerung. Das heißt also jetzt, unser Kippzylinder ist hier auf dem gelben Steuergerät und Senken ist zusätzlich auf dem blauen Steuergerät. Wenn ich jetzt das gelbe auf Senken mache, senkt der Anhänger. Wenn ich das blaue zusätzlich noch auf Entlasten mache, also auf Schwimmstellung, dann senkt er schneller. Ne? Der Plan ist aber, da gibt es noch vielleicht eine bessere Lösung, die wir selber bauen können. Hier sehen wir die dicke Leitung, wie sie kommt von hinten. Und hier ist eben dieses Zweischlauchsystem. Ne? Einmal haben wir hier den Hauptschlauch sozusagen. Und das da hinten ist der zweite Schlauch, der zusätzlich dann das Öl aus dem Zylinder rausbringt, damit er einfach schneller senkt. Ne? Das ist so der Grundgedanke dahinter. Dann haben wir einmal die Paarung hinten für die Heckklappe und einmal die Paarung für die Anhängselklappe hier oben. Und wir können die Heckklappe auch noch umschalten, dass wir hier quasi den hydraulischen Stützfuß betätigen können. Ne? Genau, das haben wir da noch mit. Des Weiteren, was ich gerne haben wollte, Zwangslenkung. Dieser Anhänger hat also eine Zwangslenkung. Das heißt also, wenn ich in dem Moment, wo ich mit dem Trecker um eine Kurve fahre, ist hier dieser Nehmerzylinder. Dieser Nehmerzylinder nimmt quasi den Weg auf, den der Anhänger hinter dem Trecker macht, also quasi das Einschlagen, und gibt das dann an einen Geberzylinder hinten an der zweiten Achse weiter, ne? An die hintere Achse. Die lenkt dann mit. Wurde mir auch so empfohlen, wenn du kleinere Schlepper hast, ist es ein bisschen angenehmer. Ich weiß ja selber, wie das ist mit unserem Rollbandwagen. Wenn wir da um die Kurve rumfahren und die Achse ist gesperrt, was der für schwarze Streifen auf der Straße macht. Ne? Das hast du mit dieser Kombination nicht. Zusätzlich zu dieser Kombination haben wir die großen Räder gewählt. 17, 50, 30,5. 30,5 Zoll Räder. Ganz viele hatten auch immer Anzeigen geschickt. Oh, und hier, da sind da ja auch, ist ja eine schöne Mulde drin. Meistens hatte die aber kleinere Räder. Und umso größer die Räder sind, umso besser läuft das ganze Ding über. Ne? Tag. Tag. Umso besser läuft das ganze Ding über. Deswegen haben wir uns auch für die 710er auf 30 Zoll oder 30,5 Zoll entschieden. Es ist für diesen Wagen, glaube ich, auch die optimale Bereifung. Also der läuft so sauber und ruhig hinterher. Und dann in Verbindung halt mit dem Luftfahrwerk, das gucken wir uns gleich an, ist das total genial. Ne? Also ich bin da total begeistert von. Man hat den nicht gemerkt. Das hat da hinten nicht irgendwie geschlagen und gehoppelt und gemacht und getan. Der Trecker hat ein, zwei Schwierigkeiten bei ein, zwei Geschwindigkeiten, springt er so ein bisschen, weil da eins der Hinterräder eine Unwucht hat. Da müssen wir mal irgendwann mal neue haben irgendwie, weil das auf Dauer ist das auch irgendwie immer doof. Aber so bei
keine Ahnung, bei 51 ist es dann wieder weg und bei 43 hast du das. Das ist ja eigentlich so eine gern genommene Geschwindigkeit und ach ja, da muss man sich halt eine Geschwindigkeit suchen. Aber der Anhänger hat immer schier dahinter gelaufen, ne? Da hatten wir so gar keine Sorgen mit. Also das fand ich super genial, ne? Zu der Zwangslenkung gehört dann natürlich auch das entsprechende Hydraulikaggregat. Vorne, wie gesagt, Geberzylinder, hinten Nehmerzylinder. Es ist so, dass man ja dann diesen Hydraulikkreis irgendwann mal kraftschlüssig machen muss. Das heißt also, dass da Druck auf das System muss. Nur wenn da Druck auf dem System ist, kann das auch vernünftig arbeiten. Wenn man das Ding angebaut hat und fährt dann eine gewisse Strecke geradeaus, muss man hier an lang peilen. Ja, dann peile ich hier so an den Rädern an lang, ob die so zueinander passen, ob das gerade ist. Und wenn das der Fall ist, dann betätige ich meine Handpumpe hier und fülle die Stickstoffblasen auf 90 Bar. Dann habe ich, also der Gegendruck ist ein anderer, aber das System, der Systemdruck wird dann auf 90 Bar gemacht. Pumpe zudrehen, Hähne zumachen, fertig ist die Zwangslenkung eingestellt. Ne? Zum An- und Abbauen macht man hier immer den Druck wieder weg, damit da vorne kein Druck drauf ist, damit man den vernünftig abkuppeln kann. Ne? Genau, das haben wir da, das haben wir da. Dann hat das ganze Ding eine Deichselfederung über einen Gummipuffer realisiert. Ist eigentlich relativ Standard. Ich wüsste gar nicht, ich müsste jetzt nachschlagen, gibt es das auch hydraulisch? Keine Ahnung. Bei so einem Strautmannwagen weiß ich, gibt es das hydraulisch. Ich glaube, bei so einem Krampelkipper gibt es das, glaube ich, gar nicht hydraulisch. Obwohl, ich möchte nicht sagen, es gibt bestimmt nichts, was es nicht gibt. Genau. Dann haben wir hier vorne noch, ist klar, den Anschlag, den haben wir schon getestet in Münster, als wir da über vier Spuren so eine Drehung machen mussten. Dieser Anschlag ist natürlich dafür da, dass unsere Reifen nicht hier unseren Zylinder kaputt machen. Beziehungsweise, wenn man zu doll einschlägt, kann es auch passieren, dass die K50 sich mit der Deichsel vereint und dass es da Probleme gibt. Deswegen hier den Anschlag, alles safe. Genau. Anhexelklappe hatten wir gesagt, Volumen hatten wir gesagt, 80 cm Leichtaufbau halt für Häckselgüter ist oben drauf, haben wir auch gesagt. Dann hat das ganze Ding ein LED-Rundumpaket, gut gemacht, nicht irgendwie am Chassis, haben wir gestern schon festgestellt, so, sondern das ist alles einmal ein Stück rausgezogen, dass das auch wirklich da leuchtet, wo es soll und nicht einfach ans Chassis gemacht, finde ich auch sehr gut. Das gleiche hier nochmal vor den Reifen, Begrenzungsleuchte nach vorne, Begrenzungsleuchte zur Seite, auch in LED, ne? Da ist noch eine. Das passt uns, also ist ja sowieso, ne? Für uns ist es ja gefundenes Fressen. Und hier hinten die bekannte Leuchte mit weiß nach vorne, orange zur Seite und rot nach hinten. Da brauchst du gar nichts mehr anbauen. Das ist fast alles fertig. Fast. Rückleuchten, LED mit Lauflicht. Ganz interessant und wichtig auch, hier hinten klackert das drinne. Sie geben eine Rückmeldung an den Blinker. Also du hast ja sonst, wenn du LED-Blinker anbaust, gerne mal, dass das nicht angezeigt wird, dass das funktioniert, dass der Blinker geht. Hier hast du eine Rückmeldung auf den Trecker, er zeigt auch wirklich an, ein Anhänger ist hinten dran. Ne? Auch sehr gut. Dann Heckklappe, nichts Besonderes. Ganz normal, Heckklappe wird bei Krampe mit dem Haken zugehalten. Haben wir bei unserem Nachbarn schon viel gesehen. Ne? Da ist der Haken dran und dann ist das rapsdicht. Ne? Da muss keine Gummilippe oder sonst was, sondern da ist der Haken, der zieht die Klappe ran und dann ist das dicht. Aber was du jetzt ja hier noch vergessen hast, dass man hier so eine Strahlstreifen, so eine, die hier. Ja, dann hat er rundherum einmal so eine, ja, das ist ja quasi Reflektorenbeleuchtung bekommen, also das ist ja nur ein Leuchtstreifen, aber eben einmal reflektieren. Den hat er einmal rundherum. Dann standardgemäß verbaut, nichts um Anhänger mitzunehmen, sondern hier so eine Rausziehgeschichte und um mal irgendwas zu rangieren, im schlimmsten Falle nicht, aber keine Ahnung, es gibt ja immer mal irgendwas, aber zum Rausziehen ist das ja schon mal prädestiniert. Eine vernünftige Kupplung. Kamera haben wir immer noch nicht abgebaut, haben wir ja die Funkkamera dran gehabt, hat wunderbar funktioniert. Dann hat das ganze Ding Unterfahrschutz, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir da vielleicht in unserem Leben noch mal beigehen, weil wenn du zum Beispiel so eine Silomiete manchmal runterfährst, kann es sein, dass du dir damit quasi den Kram noch wieder runterragst. Ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas machen, um das zu erweitern, weiß ich nicht. Dann hier drinnen kannst du mal gucken. Kann man nicht wirklich sehen, aber vorne unten, dass die untere Scheibe ist ja diese jene welche. Da ist jetzt eine Plexiglasplatte drin, wenn du jetzt Getreide fährst, dass das da nicht rausrieselt. Ne? Bei Mais und Co. nimmst du das raus, aber bei Getreide ist da diese Klappe drin. Ne? Genau. Hier, das habe ich noch nicht ganz verstanden, kam gestern auch auf. Hier ist ja so ein schönes Schock drin, wird man im Leben vielleicht nicht wirklich gebrauchen.
Aber da hätte ich mal, da muss ich ja nicht mal nachfragen müssen. Warum ist denn der Hebel hier montiert? Also wenn ich aus dem Trecker aussteige, komme ich ja immer von hier und wieder einsteige, dann stehe ich ja hier. Das ist ja alles möglich. Ich kann den ja umschrauben, ist ja kein Problem. Sind zwei Schrauben, bin ich fertig. Ne? Aber da macht es ja irgendwie wenig Sinn. Ist für Linkshänder oder so, aber. Naja, vielleicht sollst du einmal aussteigen, einmal rumgehen, ob alles in Ordnung ist und dann machst du ihn auf. Ja, ja, ich weiß auch nicht. vielleicht hat es ja aber auch ein Linkshänder zusammengebaut. Ja, oder einer steigt immer rechts aus dem Trecker aus und dann kommt er erst dahin. Wir machen das nicht. Ist auch nicht schlimm. Passt soweit alles. Das ist auch ordentlich hier mit dem Kunststoff. Ich weiß nämlich, bei unserem Nachbarn oben ist das hier durch die Jahre mit dem Dünger, ist das hier schon so ein bisschen, das fängt schon an zu gammeln. Und hier mit dem Kunststoff, das ist schon eine gute Lösung, weil das immer, mit Metall wissen wir ja selber, die Schotten, wenn ich jetzt an 8-Tonner gehen würde da, dann das versuchen zu bewegen, das ist immer alles so, das reibt nicht richtig. Und mit Kunststoff, das finde ich echt ganz cool. Ja, soweit dazu. Das ganze Ding, wie nennt sich denn das? Also er hat es nennt sich einfach nur Luftfahrwerk. Genau. Also er hat eine Luftfederung verbaut. Die gucken wir uns jetzt einmal an. Und zwar haben wir, kannst du das von hier, kannst du das sehen? Haben wir hier ein Blattfeder, ist hier vorne angelenkt, die Achse. Dann haben wir ein Blattfederelement und hinten dran sitzt die Luftfederung. Die Luftfederung macht diesen ganzen Fahrkomfort aus. Also das ist schon echt genial, was diese Federung ausmacht. Und wir kennen das ja, deswegen fand ich das so spannend, wir kennen das ja von unseren Autos. Ne? Dein Audi hat's, mein Touareg hat's. Und Luftfederung ist einfach irgendwie, ja, ist angenehm zu fahren. Ne? Und du kannst damit eben ganz viele schöne Sachen machen. So, und bevor wir sagen, was wir damit machen können, ist mir nämlich noch eingefallen, wo ich das hier sehe, kann man da hinten sehen, könnt ihr das auch sehen, da sitzt da oben der Bremszylinder. Das ist auch relativ einmalig, dass Krampe das macht, sonst macht das nicht so wirklich jemand. Meistens sitzen die Bremszylinder nämlich hier unten in eine Matsche, in eine Pampe und die haben den umgelenkt und haben den oben hingesetzt, damit der nicht da irgendwie unten im Dreck rumpaddelt, sondern da oben ist. Ne? Auch so ein kleines Merkmal, was gar nicht schlecht ist. So hat so jeder Hersteller hat so seine Ideen, ne? Und der eine hat da eine gute Idee und der andere hat da eine gute Idee. Ne? Von daher passt das. Der Schlepper, der Kipper hat ja diese Luftfederung und durch diese Luftfederung realisiert man auch die Standfestigkeit, wenn das ganze Ding kippen soll. Also nicht umkippen, sondern abkippen. Ich kann die Luftfederung, der senkt sich automatisch ab. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Wenn ich den Kipper anhebe, senkt er sich automatisch an der Luftfederung hinten ab, legt sich quasi fest auf, damit er standfest ist und dann kippt er hoch. Also das macht er beides gleichzeitig. Ich kann das hier auch ausschalten, falls ich irgendwas machen möchte, keine Ahnung, oder ich habe irgendwie leichte Schüttgüter und habe einen geraden Untergrund und will, dass der nicht sich so doll absenkt, dass wenn ich jetzt meinetwegen mit dem Düngerstreuer unterfahren würde wollen, dann könnte ich das auch ausschalten. Wenn ich irgendwo in der Halle stehe, ist das ja alles nicht schlimm. Ne? Genau, also ich kann das auch ausschalten. Wir lassen es in diesem Falle mal ein. Wir machen jetzt eine Kamera mal an die Luftfederung. Und ich werde ihn mal hochheben und du filmst das Ganze mal von außen. Flott.
mein Gott. Das ist wie im Heidepark. So, das Steuergerät flitscht automatisch zurück bei dem. Ich wollte noch mal eben gucken. Wir haben einen Ölbedarf. Abmessung, Bereifung. Teleskopzylinder vierstufig. Ich habe das irgendwo gelesen. Hier, wir haben einen Ölbedarf. Ich muss nochmal umschlagen. Wir haben einen Ölbedarf von 44 Liter und der Kippwinkel ist jetzt 49 Grad. 44 Liter Ölbedarf. Jetzt habe ich ja noch die Klappe aufgemacht, die Heckklappe, ne? Also so ein Zylon, der hat ja bis zu 60 Liter irgendwie. Ich glaube, Entnahmemenge ist irgendwie, glaube ich, über 50 Liter auf jeden Fall. Der hat also gar kein Problem mit, ne? Aber da muss man ein bisschen auf achten. Es gibt eben auch, wenn man nicht genug Öl hat, kann man auch eine Variante mit Zapfwelle kriegen, also eigenen Öl, Haushalt und Zapfwelle. Oder diese Big Buddy 800, die wir mal gesehen haben beim Holzstacken. Die hatte das mit dem Hydraulikmotor angetrieben. Da hast du also ein Steuergerät, was du ziehst, dann wird ein Hydraulikmotor angetrieben und der treibt wiederum den Ölhaushalt des Anhängers an. Ne? Jetzt können wir uns das angucken. Die andere Kamera hat das hoffentlich auch eingefangen, dann habe ich euch das auch gezeigt. Der ganze Laden ist ja jetzt runtergefahren. Katharina hat das ja auch eingefangen. Und er steht jetzt da. Da steht er jetzt fest auf. Ne? Dort befindet sich das Pneumatikventil, was dafür gesorgt hat, dass er quasi hochgegangen ist. Ich weiß nicht, ob es man hinkriegt von hier aus der Entfernung. Ne, fehlt mir die Kraft zu. Wir machen erstmal was anderes. Wir machen erstmal den Hahn zu. Und Ruhe. Und zwar können wir uns jetzt hier ganz frei unter diesem Anhänger bewegen, ohne dass er uns auf den Kopf fällt. Ich habe ja neulich mal irgendwo unter dem 800er gestanden und dann war ich ja schon gleich tot, weil ich ja keine Stütze untergemacht habe. Hier ist es so, hier ist ein Hahn direkt am Zylinder und das ist auch BG abgenommen. Also in der Produktion stehen die ganz genauso. Das gilt als Abstützung. Ne? Deswegen kann man sich hier unter jetzt ganz gut sicher bewegen. Hier kann man das eben einmal sehen. Um die Line. Das ist ja nicht auf der anderen Seite. Warum gehe ich denn hier rüber? Mit ja, hier ich habe mich hier schon rüber. Gewundert, warum du nicht da. So, hier rüber wird das Ganze gesteuert. Wenn ich den jetzt betätige, weil er ja denkt, ich mach fahr runter, dann gibt er wieder Luft rein in die Luftbelge. Und er fährt ihn dann wieder hoch. Jetzt ist natürlich der Trecker aus, das ist natürlich doof. Naja, aber man sieht es jetzt. Genau, und wenn ich wieder loslasse. Dann senkt er ihn wieder ab. Ne? Das ist das ganze Geheimnis, ist jetzt nichts Besonderes. Aber dadurch steht die ganze Kiste sicher. Hier reingeguckt, so sieht der Räume von drinnen aus. Mir fehlen die Dosierwalzen. Ja. Ich sag ja, das ist hier wie Hunter. Heidepark. Nein, Heidepark. Ja, so sieht sowas aus. Wenn der erste Dreck runtergerutscht ist, ist vorbei. Apropos Dreck, also wir werden mit diesem Anhänger weder irgendwelche Baumstuppen, noch irgendwelchen Bauschutt, noch irgendwelche Erde fahren. Der ist dafür nicht gemacht. Dafür holen wir uns einen anderen Anhänger, den wir uns dann für den Moment borgen. Genau, so sieht das Ganze aus. Jetzt machen wir einmal runter machen. Das kann ja hängen bleiben. Und zwar müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Katharina filmt das mal von der Seite. Ich lasse ihn erst mit einem Steuergerät runter und mache dann das zweite Steuergerät dazu. Dann kann man sehen, wie er quasi schneller senkt. Musst du den Hahn noch aufmachen? Was denn? Musst du den Hahn noch aufmachen? Ich muss den Hahn noch aufmachen, sonst passiert da ein wenig. Weißt du, da kann ich da so viel drehen, wie ich will. Vorher passiert da nichts.
Aber ich weiß ja die Lösung. So, jetzt geht's los. Du wolltest mich nur auf die Probe stellen. Ich wollte mal testen, ob ihr auch passt. Was sagt Fadi gestern? Jetzt kann man schon losfahren. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Luft verschwendet. Ich weiß nicht, ob die Kessel reichen, um ihn jetzt hochzuholen. Wenn er dann gleich auf den Schalter kommt, fängt er wieder an, den Luftbike voll Luft zu machen. Hat aber Puste gehabt. Fertig. Ja, wir machen ihn jetzt nochmal an und dann zeigen wir nochmal eine Sache. Ansonsten haben wir eigentlich, glaube ich, alles gesagt für dem Fahrzeug. Dass sowas einen automatischen Bremskraftregler hat. Das heißt also, dass das gewichtsabhängig die Bremse betätigt und so. Da braucht man nicht von reden. Das ist ja Standard heutzutage. Ansonsten fällt mir da eigentlich auch nicht wirklich was zu ein. Wir haben gestern mal drüber gemessen. Das Ding ist 3 Meter breit mit den Rädern so. Und dann ist es auch reichlich hoch, nämlich 3,95 Meter, ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie lang so ein Ding ist, aber irgendwas bei 10 Meter und oder so? Bestimmt. Reifen. Gesamtlänge, 10 Meter, siehst du? 9,89 Meter ist er lang. Genau, aber eben nicht wirklich andere Maße als unser Rollbandwagen. Jetzt machen wir noch einmal Luft rein. Ich gehe mal einmal unten rein mit euch. So sieht das also hier unter aus. Luftbelge. Und dieser Hebel, da habe ich jetzt vorhin schon ein bisschen vorgearbeitet, den kann ich lösen. Ich kann hier unten nämlich mir noch ein bisschen was für Wartung einrichten. Und zwar hängen ja hier jetzt die Seile. Und ich kann jetzt meinen Anhänger anheben lassen über diesen Hebel, den löse ich einfach, dann mache ich den hoch und dann kann ich den mir hier in die Seile rutschen lassen. Der kann da ruhig bis gegen, gar kein Problem. Muss ihn aber oben lassen. So, jetzt hängt das Ganze. So, da war der Akku leer. Wir haben jetzt Luft drauf gegeben. Und jetzt ist der Luftbike ausgefahren. Und jetzt kann man hier unten nämlich super, wenn man was abschmieren möchte oder sowas, kann man hier drunter super damit arbeiten. Hier kann man dann die Zylinder nochmal sehen, was ich sagte mit dem Hochgesetzten. Und somit ist das natürlich, wenn man das von Weitem sieht, eine andere Höhe, ne? Schon irre, ne? Ich mach mal den Trecker auf. Also wenn man da jetzt irgendwas dran machen möchte, abschmieren oder sowas, kommt man natürlich ganz gut so ran, ne? So, jetzt hake ich das wieder ein, dann fährt das wieder runter.
Genau, also so kann man sich das hochfahren, wofür auch immer, um was zu warten, zu machen, zu tun. Das ist ja auch das Prinzip, wenn ich eine Wechselbrücke habe, denn ein Fahrzeug mit Wechselbrücke und das mit Luft funktioniert, dann funktioniert das ganz genauso. Ne? Diese Balge, ich würde mal behaupten, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die in jedem LKW-Auflieger hinten drin sind oder wo auch immer. Ne? Also das ist jetzt ja nichts irgendwie, was neu erfunden wurde oder so, sondern das ist Ware von der Stange. Genau, das war nochmal das, das war nochmal das. Dann, achso, bevor die Fragen kommen, wenn man hier jetzt an lang peilt, ist ja vorne ein bisschen tiefer als hinten. Ist einfach der Sache geschuldet, dass die Kugel von dem Zylon ja relativ tief ist. Das merken wir auch immer bei dem Rollbandwagen, wenn der dahinter hängt. Und wenn man diesen Trecker dafür nehmen würde, um den Anhänger zu ziehen, müsste man vorne an der Deichsel den einen weiter hochstecken. Ich glaube, wenn wir an die anderen Trecker rangehen, dass dann die Höhe passt. Deswegen brauchen wir da nichts machen. Ne? Genau. Aber generell, erstmal, soweit passt das alles. Die Frage ist vielleicht noch immer im Raum, ja, wieso habt ihr euch denn jetzt so einen neuen Anhänger gekauft? Ja, irgendein Fahrzeug wollten wir ja gerne haben, mit dem wir noch wieder Mais und hast du nicht gesehen, transportieren können. Dann guckst du so rum in der Welt. Was gibt es denn? Was kann man kaufen? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Und einen Rollbandwagen sozusagen oder Abschieber oder ähnliches haben wir ja. Mit Dosierwalzen und so, und davon bin ich der Meinung, brauchen wir nicht zwei. Und da ist ja auch relativ viel Klimbim dran. An so einem Wagen hier ist ja nicht so viel Klimbim. Der hat schon viel, also ich will mal sagen, das ist ja ein Big Buddy 97 Carrier. Kam auch immer mal so die Aussage, Carrier ist die Billiglinie. Nee, Carrier, so heißen die Fahrzeuge einfach, so heißen die alle. Die heißen alle Carrier. Ne? Die haben eine gewisse Grundausstattung. Zu dieser Grundausstattung kann man ein paar Kreuze machen. Ich glaube, wir haben relativ viele Kreuze gemacht, sehr viel mehr Kreuze, also sehr viel mehr geht nicht. Es geht immer mehr, aber ne, es gibt noch eine elektronische Zwangslenkung und du kannst auch noch, was kannst du überhaupt noch kriegen? Ja, dann wird es nachher schon langsam dünn. Du kannst eine Plane für da oben kriegen und was wir nochmal haben wollen, ist irgendwann ein Abdecksystem, so ein Flexcover oder irgendwie sowas, müssen wir nochmal gucken, das hätte ich vielleicht nochmal gerne. Dass wir da nochmal mit irgendjemandem in Verhandlung treten. Aber an sich gibt es nicht sehr viel mehr Kreuze zu machen, als jetzt hier gemacht wurden. Und es ist halt so, dann guckst du auch nach seinem Anhänger und dann guckt man auch nach gebraucht. Und bei gebraucht hast du dies nicht, hast du das nicht, hast du jenes nicht. Kannst du auch nicht wirklich nachrüsten teilweise. Und dann der größte Nachteil ist, gebraucht ist das Ding nicht viel billiger. So, und das ist sogar egal, welche Marke. Ich will eine Mulde haben, meinetwegen, 40 Kubikmeter, die hat immer ihren Preis. Und der neue, der ist nicht wirklich viel teurer. Und da war die Überlegung, wir müssen ja eh schon in unserem Leben so viel schrauben, wenn wir jetzt eine neue Mulde nehmen, da schrauben wir ja erstmal nicht dran. Ne? Und dann ist man erstmal so ein bisschen safe. Deswegen die Überlegung, was machen wir? Es ist dann halt eine Mulde geworden. Krampe ist es in dem Moment geworden, weil hier oben bei uns ganz, ganz viele Krampe-Mulden rumfahren. Krampe ist im Verhältnis, für unsere Verhältnisse, dicht bei. Krampe hat alles, was man braucht. Dieser Hund. Hat alles, was man braucht, kann alles liefern. Ist, wie gesagt, ich kann da im Notfall mit dem Auto hinfahren, schnell das Ersatzteil holen, falls ich was hätte. Es ist ein deutsches Produkt. Also von daher hier war die Entscheidung für mich zumindest da. So, da hat so jeder seins. Ne? Es gibt auch andere Hersteller, keine Ahnung. Du kannst ja auch so einen Brandner kaufen oder so einen Fliegel oder einen Fortuna oder was weiß ich. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich weiß nur, dass wir bei meinem Nachbarn schon seit, weiß ich nicht, ich fahre die Krampe-Mulde da schon seit 12, 13 Jahren oder so. Da war nie was mit, ne? Die hast du da angehakt, dann bist du losgefahren und war es gut. So, und das ist ja immer das, was es ausmacht. Wenn dein Nachbar das hat, ne? Und der dir sagt, du, ich hab das und das ist gut, ja, dann kaufst du das auch. Es sei denn, du bist der geile König und willst was noch geileres haben, aber dann, keine Ahnung. Dann hätten wir uns ein UFO gekauft oder was, ich weiß es nicht. Na? Genau. Das war im Grunde genommen alles, was ich zu dieser Mulde zu sagen habe, was mir so dazu einfällt. Ganz, ganz vielen Leuten fällt bestimmt noch viel, viel mehr ein. Ja, eine Frage weiß ich auch noch. Warum haben wir sie dann per Achse abgeholt sozusagen? Warum sind wir mit dem Zylon hingefahren und haben die
Mulde mit dem Trecker abgeholt. Weil wir aktiv YouTube machen. Zum einen, weil wir aktiv YouTube machen und das war ein großer Spaß. Wenn man das zu der Zeit, gekauft, unterschrieben, letztes Jahr im Oktober habe ich die, glaube ich, gekauft. Oder im Oktober waren die Gespräche und im November unterschrieben. Also das Ding ist schon alter Hut hier, ne? Also das war schon lange, von langer Hand geplant. Da waren auch noch andere Preise, muss man fairerweise sagen. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan, ne? Und da war es so, Abholung war für uns zum einen natürlich der Spaß und zum anderen war es auch noch attraktiv. Man konnte auch noch 200-300 Euro sich reich rechnen. Ist klar, wenn dir auf der Tour dahin Reifenplatz, hast du alles verloren. Aber so vom Sprit her, mittlerweile ist es so, das Hin- und Herfahren hat das gleiche gekostet, was zu dem Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, auch das Kreuz bei Transport nach Hause bedeutet hätte. Ne? So. Aber für uns war das ein großer Spaß und das hat riesig Spaß gemacht. Ja, und wir hatten das Glück, das darf man ja auch nicht vergessen, mal durchs Werk zu laufen, ne? Das darf ja auch nicht jeder. Genau. Also das war ja schon mega. Genau, wir hatten eben super Glück, dass wir das durften, dass wir sie abholen konnten. Also abholen kann sie da jeder, gar keine Frage. Wir sind da aber noch nett rumgeführt worden, haben noch tolle Gespräche gehabt, haben ganz, ganz tolle Kontakte geknüpft. Das hat echt Spaß gemacht. Und das würde ich auch jederzeit wieder machen. Und dann eben sind wir eben, muss man ja sagen, wir sind ja noch 2 Tage mit dem Ding durch die Gegend getingelt. Deswegen haben uns ja auch so viele Leute gesehen, weil wir waren ja noch bei X und bei Y und haben da noch ein bisschen geguckt und ein bisschen geschnackt und gegessen und geschlafen und gegrillt und alles. Und hier, für uns war das einfach ein Erlebnis. Und das, war schön. Das möchten wir in heutiger Zeit Urlaub. Auch einfach nicht mehr missen. 4 Tage Urlaub hier mit Nervi, die aber total super durchgehalten hat. Das hat die alles überhaupt nicht gejuckt da. Als wir hier wieder auf dem Hof waren und alles eingepackt haben und nochmal wieder was aus dem Trecker holen wollten, da wollte die schon wieder raufspringen und mit los. Ne? Also das kannst du nicht da glauben. Da waren 10 Stunden Trecker fahren, aber haben wir wieder vergessen. Ja, also 10 Stunden Trecker sind wir nicht gefahren. Wir sind ja nur irgendwie ein bisschen über 9 gefahren, aber wir haben ja dann mit Spazierengehen und so hat das halt so lange gedauert. Ne? Ja. Genau. Und deswegen haben wir uns da gefreut und ihr habt das vielleicht auch im Mittwochsvideo gesehen. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, dieses Material zu produzieren. Und das hat echt Spaß gemacht. Und deswegen, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal einmal bei Herrn Krampe Junior bedanken dafür, dass ich schon vorzeitig, also letztes Jahr irgendwann so eine Jacke bekommen habe und der schon ein bisschen Werbung für seinen Laden gemacht hat. Dann müssten wir uns bei Herrn Krampe Senior bedanken, dass wir noch ein nettes Gespräch haben durften. Genau, mit Kaffee und Kuchen. Mit Kaffee und Kuchen, total cool, super sympathischer Mensch. Dann bei Matthias Förding, unserem Gebietsverkaufsleiter, möchten wir uns bedanken. Ihr habt in dem Mittwochsvideo gesehen, wie er mit der Anaconda spielt. Mega geil. super Typ. Und natürlich auch Bettina. Und dann kommt noch Bettina ins Spiel, die uns da noch begleitet hat. Auch super nett. Und dann müssen wir uns noch bei der HG Preetz bedanken. Insbesondere bei Henning. Vielen, vielen Dank für das nette Geschäft, was wir machen durften. Und ja, ich glaube, dann haben wir sie alle genannt. Und wenn wir jemanden vergessen haben sollten, tut uns das ja, leid. Sonst wüsste ich eigentlich keinen so spontan. Nö, ja, nö. Doch. Alle, die wir besucht haben und wo wir ganz nett waren. Und alle, die uns gefilmt und fotografiert haben. Und es tut uns leid, dass wir noch nichts veröffentlicht haben. Wir wollten das gerne geballt machen. Schickt uns eure Krampe-Bilder oder Zylon-Bilder, wie ihr uns auf dem Weg durch Norddeutschland gesehen habt. Verlinkt uns bei Instagram. Wir reposten das. Genau, jetzt ist es auch jetzt offiziell. Jetzt ist offizielle Freigabe. Haut raus, was geht. Wir reposten einfach alles. Genau, das ist so das, weil ganz viele haben uns gesehen, sind uns gefolgt oder standen vor uns auf dem Parkplatz und du kannst es nicht erfinden. Wahnsinn, ja. Mega cool. Mega, mega cool. Vielen, vielen lieben Dank. Genau, also an alle vielen, vielen lieben Dank. Wir hoffen, das Video hat euch auch mal gefallen. Einmal Rundumschlag, wie ist es dazu gekommen? Wenn noch irgendwelche Fragen sind oder wenn euch das gefällt, schreibt das gerne unten rein. Kleinen Kommentar, kleines Däumchen. Und dann sehen wir uns wie gewohnt. Samstag. Zum nächsten Vlog wieder, ne? Bis dahin. Vielen, vielen Dank. Tschüss! Tschüss.